Hallöchen Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu meinem Oblivion Let's Play. Ja, und vielleicht hört ihr es schon, ich verwende jetzt auch in diesem Let's Play mein neues Mikrofon. Also ich hoffe, dass sich alle von euch schnell daran gewöhnen werden, dass meine Stimme für euch jetzt vielleicht ein kleines bisschen anders klingt. Aber wie gesagt, ich bin ja immer noch derselbe. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Und ja, ich bin immer noch im Brumar, weil es hier noch eine Nebenquest für mich zu erledigen gibt und die möchte ich gerne jetzt machen. Und zwar ist das eine verratene Bruderschaft. Ich habe herausgefunden, dass Brad und Lirian, ein Bewohner Brumars, in Wahrheit ein Vampir gewesen ist. Er wurde von einem Vampirjäger namens Reinil Dralas erschlagen, der plötzlich in der Stadt auftauchte. Die Umstände dieses Vorfalls klingen jedoch bestenfalls unvollständig. Ich sollte den Ort des Verbrechens bei Bradons Haus untersuchen. Ja, ich stehe direkt davor, also werde ich auch direkt mal reinschauen. So, wen haben wir denn hier? Bitte. Ihr müsst verschwinden. Dies ist ein Verbrechensschauplatz und nur wir und Reinil Dralas haben Zutritt. Okay. Carius Ronellius ist also dein Name. Na, dann erzähl mir doch mal was über Reinil Dralas. Der Übeltäter hat ja schon seine gerechte Strafe erfahren. Jetzt geht es nur noch um das Klären von Einzelheiten. Ich könnte euch mehr sagen, aber ich weiß überhaupt nicht, wer ihr seid und ob ich euch solche Informationen anvertrauen kann. Dann werde ich dich wohl überreden müssen. Was? So, ich glaube, seine Stimmung muss mindestens auf 70 sein, damit er mir wirklich mehr erzählen will. Also dann, bestechen wir ihn einfach. Ich habe eh genug Gold. Dafür bekommt ihr etwas. So, Stimmung 75, das reicht auf jeden Fall. Also nochmal das Ganze. Ich denke, ich kann euch ruhig sagen, was geschehen ist. Die Spatzen werden es eh bald von allen Dächern pfeifen. Es hat sich herausgestellt, dass Bradon Lirian ein Vampir ist. Oder war. Ohne Reinil Dralas hätten wir das vielleicht nie erfahren. Ich will's euch erklären. In der letzten Woche fanden wir draußen an der Stadtmauer zwei kaum verscharrte Leichen. Beide hatten winzige Einstiche am Hals. Die Leichen waren die von Bettlern, die auf der Suche nach milden Gaben durch die Straßen zogen. Der Vampir dachte wahrscheinlich, dass keiner sie vermissen würde. Zu unserem Glück kam da Reinil in unsere Stadt. Er sagte, er sei Vampirjäger, also baten wir ihn um Hilfe. Er folgte dem Vampir zu diesem Haus. Als er gegen Mittag das Haus betrat, schlief Bradon gerade. So konnte er ihn gleich an Ort und Stelle erledigen. Bradons Frau war zum Glück gerade außer Haus. Die Arme, sie wusste nicht mal, dass ihr Mann infiziert war. Wir haben den Vorfall untersucht und es stimmt. Niemand kann sich erinnern, Bradon je bei Tage gesehen zu haben. Er ließ sich immer nur nachts blicken. Mehr kann ich euch nicht sagen, fürchte ich. Ihr seht also, wir brauchen wirklich keine Hilfe. Aber danke für das Angebot. Es klingt natürlich schon so, als wäre dieser Fall bereits abgeschlossen, aber dass Bradon Lirian jetzt wirklich ein Vampir sein soll, ich weiß nicht so recht. Soweit ich weiß, war er ein guter Mensch. Mich hat das völlig überrascht. Aber Vampire sind ja Meister der Täuschung, also könnte es schon sein. Naja, es könnte, aber es muss nicht. Ja, und Reinil Dralas? Ich bin beeindruckt. Nach nur einem Tag hatte er den Vampir bereits ausfindig gemacht. Schätze, deshalb macht er das wohl beruflich. Okay, dann danke erstmal. Befragt ruhig die anderen Leute in der Stadt. Sie sollten vielleicht euch keinen könnt ihr Ärger mir bereiten. Helfen. Ja, und hier liegt übrigens auch noch die Leiche von Bradon Lirian herum. Es ist ein Verbrechen und wird die Behörden auf den Plan rufen, wenn ihr euch wiederholt an Bradons Leiche zu schaffen macht. Ja, dann lasse ich das mal besser. So, und das hier ist wie gesagt seine Frau Erlin Lirian. Ich kann das alles kaum glauben. Bitte, ich brauche eure Hilfe. Mein Mann war kein Vampir, das ist lächerlich. Keiner will mir zuhören. Bitte beruhigt euch, ich möchte helfen. Verzeiht mir. Ich liebte meinen Mann sehr und ihn auf diese Weise zu verlieren, ergibt keinen Sinn. Ich wäre euch für jede Hilfe unendlich dankbar. Das geschieht alles so schnell. Erzählt mir, was passiert ist. Ich kam erst vor einigen Stunden heim. Ich fand die Tür offen und meinen Bradon tot. Und über ihm stand ein Dunmeer. Ich schrie und rannte auf die Straße.
Ein paar Soldaten der Stadtwache müssen in der Nähe gewesen sein, weil sie schnell ankamen. Ich hörte, wie der Dunmer sich als Rhaenyl Dralas vorstellte. Er meinte, er sei ein Vampirjäger und hinter Bradon her gewesen. Die Wachen schienen Rhaenyl zu kennen, und als sie das Haus durchsuchten, fanden sie im Keller die Leiche eines Bettlers. Die Wachen schickten nach Karius, der hier in Brumar Verbrechen untersucht. Im Handumdrehen hatte Rhaenyl Karius überzeugt, dass Bradon ein Vampir war. Die Beweislage steht für Bradon schlecht. Natürlich. Die wurde offensichtlich von einem anderen dort platziert. Warum sollte er in seinem eigenen Haus eine Leiche lagern? Das ist doch lächerlich. Und noch etwas. Die Wachen erzählen groß herum, dass nie einer Bradon bei Tageslicht gesehen hat. Natürlich nicht. Er arbeitet nachts, also schläft er tagsüber. Warum macht ihn das zu einem Vampir? Das kommt alles von diesem Rhaenyl. Ich traue ihm nicht. Am schlimmsten ist, dass ich mir sicher bin, ihn schon irgendwo mal gesehen zu haben. Natürlich behauptet er, noch nie hier gewesen zu sein. Mehr gibt es nicht zu sagen. Bitte, helft mir, die Unschuld meines Mannes zu beweisen. Aha, also seine Frau ist da scheinbar ganz anderer Meinung. Die glaubt nicht, dass er ein Vampir war. Und von Rhaenyl Dralas hält sie auch nicht gerade viel. Ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Findet ihn und holt die Wahrheit aus ihm raus. Ich schwöre, er lügt. Tja, hoffen wir für dich, dass es stimmt. Ich weiß, ich klinge verzweifelt, aber ich sage die Wahrheit. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, wer hier wirklich die Wahrheit sagt und wer hier lügt. Und schon irgendwelche neuen Erkenntnisse bei euren Ermittlungen? Naja, so. Sie glaubt jetzt nicht, also seine Frau glaubt nicht, dass er ein Vampir war. Erlene ist jetzt sicher sehr bestürzt. Zumindest ist sie sicher. Rhaenyl hat uns bestätigt, dass sie nicht infiziert ist. Dass sie nun Rhaenyl der Lüge bezichtigt, ist verständlich. Sie ist so aufgebracht, dass sie alles sagen würde, um den Tatsachen nicht ins Auge sehen zu müssen. Ich schätze, wenn ich herausfände, dass jemand, der mir teuer ist, ein Vampir sein soll, würde ich das auch nicht glauben wollen. Naja, das ist jedenfalls nicht ganz einfach, die ganze Sache. Ja, und Rhaenyl Dralas? Ich möchte euch warnen. Ich höre, ihr wollt Erlene helfen, indem ihr Rhaenyl unter die Lupe nehmt. Wir haben es von offizieller Seite aus einer Nachbarstadt, dass Rhaenyl der ist, der zu sein scheint. Daher weiß ich nicht, was ihr beweisen wollt. Ich erlaube euch diese Ermittlungen, wenn man das denn so nennen möchte, nur weil Erlene so aufgebracht ist. Ah ja. Na ja, gut. Lebt wohl. Also dann, nur weiter so. Ja, ich kann jetzt übrigens ganz kurz mal in den Keller runtergehen. Ja, und hier liegt wirklich die Leiche eines ermordeten Bettlers. An dem ist jetzt eh nichts zu holen. Kein Beweismaterial, es liegt auch sonst hier nichts Interessantes für mich rum. Also kann ich auch wieder gehen. Verzeihung. So, und jetzt geht es halt darum, diesen Rhaenyl Dralas zu finden. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, um das herauszufinden. Das einfachste und schnellste ist, man geht jetzt gleich hier in die Schralblick-Herberge und spricht dort mit dem Wirt. Es ist mir eine Ehre, mit dem Helden der Schlacht von Brumar zu sprechen. Was kann ich für euch tun? Ja, also das ist Hafid Hohlfuß und... ja, wo kann ich denn Rhaenyl Dralas finden? Ah, ihr meint diesen Vampirjäger. Er wohnt drüben in Olafs Bräu und Streu. Es ist nahe am Stadttor, ihr könnt es nicht verpassen. Na, das ist genau die Info, die ich haben wollte. Dankeschön. Schönen Tag. Naja, gleichfalls. Gut, also Olafs Bräu und Streu, das kenne ich ja schon. Da bin ich schon ein paar Mal gewesen, das ist eh gleich hier drüben. So. Möget ihr immer Rückenwind haben. Und da haben wir auch Nora Olaf. Wurde ermordet. Welch eine Schande. Ich frage mich, ob Jorundre etwas damit zu tun hatte. Es wäre ihm zuzutrauen. Womit kann ich euch heute dienen? Nun, die Sache mit Bradon Lirien. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ein Vampir gewesen sein soll. Ich weiß, dieses Urteil steht mir nicht zu, aber ich glaube... die Soldaten der Stadtwache haben Unrecht.
Es ist schwer, sich Bradon als Vampir vorzustellen. Ich könnte schwören, ihn auch schon bei Tage draußen gesehen zu haben. Also, wenn er sich nicht erst vor kurzem angesteckt hat, würde ich sagen, sie irren sich. Als ich hörte, dass Rhaenyl ihn getötet hatte, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Aber nach eurem Besuch fange ich an, mich zu wundern. Na, seht ihr? Sogar Olaf kann die Geschichte nicht wirklich glauben. Und was ist jetzt mit Rhaenyl Tralas? Ich gebe solche Informationen für gewöhnlich nicht. Vor allem nicht an Fremde. Oh, ey, wie ich die immer alle überreden muss. Ich bin ganz Ohr. Hat ihr schon eine Stimmung von 60 und das reicht immer noch nicht? Was soll das? Hab Dank. Wie freundlich. So, Stimmung 70. Also nochmal. Ich habe gehört, Rhaenyl Tralas hat hier ein Zimmer. Rhaenyl wohnt oben, im letzten Zimmer am Ende des Ganges. Hier ist der Schlüssel. Ich mochte Bradon und Erlin immer. Sie waren ein nettes Paar. Ich hoffe, ihr findet die Wahrheit heraus. Ich glaube nämlich auch nicht, dass er ein Vampir war. Ja, das sind wir schon zwei. Schlüssel zu Rhaenyls Raum hinzugefügt. Dankeschön. So, und den Raum haben wir gleich hier hinten. So, Tür geöffnet mit Schlüssel zu Rhaenyls Raum. Dann werde ich mich da mal ein bisschen umsehen. Ich habe Rhaenyls Raum betreten. Ich sollte ihn vorsichtig nach Ungewöhnlichem untersuchen. Ja, und das ist eigentlich ein relativ bescheidenes Zimmer. Hier gibt's ein Bett, hier gibt's einen Schrank und hier gibt's Schubladen. Und hinter den Schubladen, ja, das entdeckt man nicht sofort, liegt ein Tagebuch, Gelebons Tagebuch. Tja, das ist nämlich genau der Beweis oder besser gesagt Hinweis, den ich gesucht habe. Ich habe in Rhaenyls Raum in der Herberge ein kleines Tagebuch entdeckt. Anscheinend war er Teil einer Abenteurergruppe, die in irgendwelchen Eilert-Ruinen irgendein Artefakt entdeckt hat. Alle Mitglieder kamen überein, das Artefakt in einer Höhle zu lagern, bis mehr Zeit zu dessen Erforschung verfügbar sei. Jede von ihnen bekam einen Schlüssel zu der Truhe, in die das Artefakt gelegt worden war. Die beiden anderen Mitglieder der Abenteurergruppe waren Bradon und jemand namens Geleborn. Zur Bestätigung meines Verdachts über Rhaenyl muss ich mehr über Geleborn herausfinden. Vielleicht kann mir Olaf dabei helfen. Ja, also hier steht jetzt ein bisschen was drin, was die drei Männer da mal früher so gemacht haben. Die haben eben eine Art Bruderschaft gegründet und haben dann Schätze gesucht, größtenteils Eilen-Artefakte. Also wer sich das durchlesen will, einfach das Video pausieren, weil ich werde das jetzt ehrlich gesagt nicht vorlesen, sonst geht wieder so viel Zeit drauf. Auch wenn es jetzt eh nur 10 Seiten hat, aber trotzdem. Ich will ja das dann nicht irgendwie einfach nur so runterstammeln. Das ist auch nicht gerade meine Art, ein Buch vorzulesen, deswegen lasse ich es lieber gleich. So, ich denke, das sollte reichen. Ich nehme es jetzt mal mit. So. Und dann spreche ich nochmal mit Olaf. Womit kann ich euch heute dienen? Ach mein Gott, frag doch nicht immer so blöd. Ja, also Rhaenyl Tralas scheint ja irgendwie auch gar nicht da zu sein. Sonst kann ich euch nichts über ihn sagen. Er kommt und geht und redet nicht viel. Ja, und was ist mit Geleborn? Geleborn? Komisch, dass ihr diesen Namen erwähnt. Rhaenyl meinte, dies sei der letzte Vampir gewesen, den er erlegt hätte. Ja, das stimmt. Irgendwo in Skingrad, glaube ich. Er meinte, er hätte Geleborn ausfindig gemacht und getötet. Deshalb haben ihm die Wachen auch so bereitwillig geglaubt. Die Stadtwache von Skingrad hatte ihnen von Rhaenyl und seinem scheinbaren Erfolg bei ihnen berichtet. Na, jetzt wird mir einiges klar. Lasst mich einfach wissen, falls ihr noch etwas braucht. Noch dabei nicht. Ich weiß so gesehen eigentlich schon alles, was ich wissen wollte. Hab Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Und es ist eigentlich ganz schön heftig, was wir eben erfahren haben. Das kann sich jetzt jeder eigentlich selber zusammenreimen. Aber trotzdem werde ich es jetzt erst einmal Karius sagen. Und schon irgendwelche neuen Erkenntnisse bei... Ja, neue Erkenntnisse natürlich. Ich habe herausgefunden, dass Geleborn scheinbar auch ein Vampir gewesen sein soll. Woher wisst ihr das? Ach, zu viele Leute wissen nicht, dass man Obrigkeitsangelegenheiten nicht herumtratscht. Sehr gut.
Die Stadtwache von Skingrad hat uns informiert, dass Geleborn vor kurzem von Rhaenyr getötet wurde. Geleborn war natürlich auch ein Vampir. Ich bin anderer Meinung. Was soll das heißen, ihr seht das anders? Das ist eine kühne Behauptung. Wie wollt ihr beweisen, dass Geleborn kein Vampir war? Ich habe Geleborns Tagebuch. Ich bin sprachlos. Jetzt ist alles sonnenklar. Warum sonst hätte Rhaenyr dieses Tagebuch vom Tatort in Skingrad entfernen sollen? Ich habe auch nichts von einem Schlüssel gehört. Rhaenyr muss ihn Bradon abgenommen haben, bevor wir dazukamen. Zwei unschuldige Männer wurden getötet und einer dieser Tode ist meine Schuld. Ich kann es nicht fassen. Ich werde die Wachen rufen und mit ihnen die Stadt nach ihm durchkämmen. Treffen wir uns in einer Stunde in Olafs Bräu und Streu. So, das Tagebuch hat er jetzt mitgenommen und er läuft direkt schon los. Ja, ich brauche ihm jetzt nicht direkt folgen. Ich brauche mich eigentlich nur direkt vor Olafs Bräu und Streu hinstellen und draußen eine Stunde warten und dann müsste er eigentlich automatisch erscheinen. So, Stündchen warten. Und da ist er schon. Ich habe euch. Und verpisst sich wieder. Was soll das denn? Bevor ich hier ankam, erhielt ich eine Nachricht von einem unserer Kundschafter, die die Straßen überwachen. Er hatte Rhaenyr gesehen, wie er Brumath gen Westen verließ. Der Kundschafter versuchte ihm zu folgen, verlor ihn jedoch in den Bergen. Die einzige Höhle im Westen, auf die die Beschreibung in Gelleborns Tagebuch passt, ist die Borealsteinhöhle. Das muss sein Ziel sein. Ihr müsst dorthin, bevor er sich das Artefakt, das sich dort befinden muss, holt und sich von dannen macht. Ich lasse die Stadtwache in Brumath, da Rhaenyr nicht weiß, dass wir hinter ihm her sind. Sehe er einen Wachposten, könnte er in Panik verfallen und flüchten. Ihr seid im Moment meine einzige Hoffnung. Ihr habt meine Erlaubnis, alles Notwendige zu tun, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Wenn er sich nicht ergibt, wisst ihr wohl, was zu tun ist. Beeilt euch. Ich fürchte, ihr habt höchstens einen Tag, um ihn aufzuhalten. Ja, und das ist auch wirklich wahr, also das sagt er jetzt nicht nur so zum Spaß, es ist jetzt wirklich ein Zeitlimit an diese Quest gekoppelt. Wenn ich nämlich Rhaenyr jetzt nicht innerhalb eines Tages stellen sollte, dann wird er verschwinden mit dem Artefakt und dann gilt diese Quest als nicht geschafft. Das kann ich natürlich nicht zulassen. Ja, und ich glaube, jetzt hast du es endlich begriffen, dass Bradon Lirian doch kein Vampir war, hm? Wenn das stimmt, was ihr sagt, soll Rhaenyr für Bradons Tod büßen. Ja, und auch für Gelebons Tod. Rhaenyr wird für beide Verbrechen zahlen. Geleborn war sicher ein weiteres unschuldiges Opfer. Ich sorge dafür, dass die Stadtwache von Skingrad davon erfährt. Ne, das wird gut sein. Und wie gesagt, Rhaenyr, den schnapp ich mir schon. Ich kann's kaum erwarten, Rhaenyr zu verhaften. Er soll die Kerker von Brumath kennenlernen. Sie oder meine Klinge, wenn er sich weigert, mitzukommen. Ja, das sehen wir dann eh. Also lebt wohl. Beeilt euch. Guten Morgen. Gut, Beeilung ist angesagt. Wie gesagt, wenn ein ganzer Tag im Spiel verstreichen sollte, ist die Quest beendet, ohne dass ich sie wirklich geschafft habe. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte sie natürlich schaffen. So, die Borealsteinhöhle ist gleich hier drüben in der Nähe vom Apfelwachtbauernhof oder von der Eilenruine namens Riel. Bin ich halt schon einmal daran vorbeigekommen, deswegen kann ich da auch schnell hinreisen. So. Ja, hier haben wir die Borealsteinhöhle, die ist wie gesagt sehr, sehr klein. Und deswegen werde ich Rhaenyr auch relativ schnell finden. So, mal kurz hier umschalten und ab geht's. Ich habe die Borealsteinhöhle erreicht. Oh mein Gott, da kommt er. Und er trägt eine Vulkanglasrüstung. Na klar, weil ich schon auf einem so hohen Level bin. Glückwunsch. Ich dachte mir schon, dass ihr früher oder später darauf kommen würdet. War zu dumm von mir, das Tagebuch liegen zu lassen. Ich sah euch in Olafs Bräu und Streu eintreten, bevor ich's mir holen konnte. Da wusste ich, dass ich aus Brumath verschwinden musste. War alles nur eine Frage der Zeit, bis ihr oder Karius es erkannt hättet. Egal. Nachdem ich euch getötet habe, kann ich mit der Vampirjägermasche aufhören.
Ihr werdet euch also nicht ergeben? Ganz sicher nicht. Ich bin überrascht, dass Karius nicht die gesamte Stadtwache hergeschickt hat. Obwohl, die hätte ich schon von Weitem gesehen. Ich wollte hier für eine Weile untertauchen und dann weiterziehen. Wie gesagt, ich hatte euch unterschätzt. Mir bleibt keine andere Wahl. Entweder kämpfe ich mit euch um meine Freiheit, oder ich ergebe mich und vermodere im Stadtkerker. Da verteidige ich lieber meine Freiheit. Das ist eure letzte Chance. Ja, das stimmt wohl. Also dann, genug geredet. Nur einer von uns soll diesen Tag überleben. Viel Glück. Ja, das war ja klar, dass der sich nicht ergibt. So, der kann sogar zaubern. Und er hat ein großes, gefährliches, dädrisches Claymore. Weil ich, wie gesagt, schon auf einer hohen Stufe bin, wird er das vom Spiel angepasst, was meine Gegner für Rüstungen und Waffen haben. So, na los, komm her. Kommst du her. Zack. Tja, Pech für dich, dass ich einen Ring trage, der Schaden reflektiert. Und ich bin vor allem schon mit ganz anderen Kalibern fertig geworden. Also, Reini, du wirst jetzt für alles büßen. Stirb! Und sag Tschüss! Ich habe Rhaenyl in der Borealsteinhöhle gefunden. Er wollte sich nicht ergeben, sondern griff mich stattdessen an. Ich musste ihn in Notwehr töten. Nun kann ich das in Gelebons Tagebuch erwähnte Artefakt aus der Truhe holen. Tja, das war ja nicht schwer. Ne? Dädrisches Claymore hatte er in meinem Fall dabei und ansonsten eben, gut, ne, gewöhnliche Kleidung, aber eben Vulkanglas Beinschienen, Brustharnisch, Handschuhe und Stiefel. 9 Goldmünzen, gut, es ist nicht gerade viel. Und Bravons Schlüssel, Gelebons Schlüssel und seinen eigenen Schlüssel. So. Und dann werde ich seine Leiche löschen und er kann meinetwegen in der Hölle schmoren, weil er hat es ja nicht anders verdient. So, und hier haben wir auch schon die Truhe voll Wasser. Mit allen 3 Schlüsseln kann ich sie öffnen. So, als ich die mit Wasser vollgelaufene Truhe mit den 3 Schlüsseln öffnete, erkannte ich, dass es sich bei dem Artefakt um ein Amulett handelte. Es sieht ziemlich unscheinbar aus und ich kenne seine Funktion nicht. Ich denke, dass es am besten wäre, es zu Elilirian zu bringen und sie zu fragen, was ich damit anstellen soll. Ja, banales Amulett. Ist fast nichts wert, wiegt doch nichts, weil es ein Questgegenstand. Nehme ich mal mit. So, und ansonsten weiß ich noch, dass hier hinten noch 2 andere Schatztruhen sind. Einmal hier. So, starker Heiltrank, starker Bahnungstrank. Und gegenüber ist noch eine. Ja, hier. 86 Gold und ein Dietrich. Na, das geht doch. So. Ja, und ihr seht schon, das alles ist die Borealsteinhülle. Die ist, wie gesagt, sehr, sehr klein. Aber wenigstens ist Reinil Drahles jetzt endlich tot. Er kann niemandem mehr Schaden zufügen. Und er hat es ja, wie gesagt, nicht anders verdient. Er hätte sich ja ergeben können, aber er wollte nicht. Das kommt davon. Also dann, zurück zu Erlin. Noch das Amulett schnell herzeigen und dann ist die Quest eigentlich auch schon vorbei. Also das ging ausnahmsweise relativ rasch. Abgesehen jetzt mal von den ganzen Gerede natürlich, das hat schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, das ist mir schon klar, aber ansonsten doch eine relativ kurze Quest. So. Ich bin wieder da. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Boah, da kann ich so viel sagen. Tja, also Geleburn, habe ich ja gehört, der soll auch ein Vampir gewesen sein, was aber gar nicht stimmt. Ja, ich glaube, Bradon hatte den Namen mal erwähnt. Er gehörte zu der Bruderschaft, die er mit Rhaenyl gegründet hatte. Na, gibt's noch Gerüchte? Man sagt, irgendein Kult habe den Kaiser ermordet und öffnet nun die Oblivion-Tore. Meint ihr, dies könnte wahr sein? Ja, das ist wahr. Aber was auch wahr ist, ist, dass Reinhard Drahles jetzt tot ist. Ich habe ihn nämlich getötet. Er hat es nicht anders verdient, der Drecksack. Ich wusste, ich kannte Rhaenyl. Ich glaube, als ich Bradon vor vielen Jahren kennenlernte, stellte er ihn mir vor. Sie gehörten beide zu einer Art Bruderschaft. Sie zogen durch Cyrodiil auf der Suche nach legendären Schätzen. Er hörte damit nur auf, weil wir heirateten und eine Familie gründen wollten. Ich fürchte, damit ist es dank Rhaenyl nun vorbei. Ja, und ich habe übrigens noch so ein komisches Amulett gefunden. Vor langer Zeit gab ich Bradon ein Versprechen. Ich versprach, nie jemandem zu sagen, was ihr nun erfahren sollt. Doch da ihr seinen feigen Mord gerecht habt, bin ich sicher, dass Bradon verstehen würde, warum ich diesen Pakt jetzt für euch breche. Bradon erzählte mir von diesem Amulett, als sie es einst aus einem fernen Land mit nach Hause brachten. Er vertraute nie einem anderen in der Gruppe.
und bevor er den Schatz in der Höhle versteckte, belegte er ihn noch mit einem Zauber. Diese Magie verschleiert die wahre Identität des Gegenstandes. Es bedarf nur eines einfachen Befehlswortes und das Amulett nimmt wieder seine wahre Gestalt an. Ist dieses Wort mit Bradon gestorben? Nein, er fürchtete stets, dass es dazu kommen würde. Er lehrte mich das Wort für den Fall, dass er sterben sollte und ich in den Besitz der Schlüssel käme. Nur wenn die anderen Mitglieder von Bradons Gruppe noch am Leben wären und ich dem Tode nahe, sollte ich ihnen sagen, was ich weiß. Wenn ihr mir das Amulett gebt, will ich euch zeigen, was ihr erhalten habt. Gewiss, hier ist es. Habt Dank. Ich werde das Wort jetzt sagen. Bruderschaft. Hier habt ihr das Amulett zurück. Es ist so wunderschön wie an dem Tag, an dem ich es das erste Mal sah. Behaltet es, da ich keine Verwendung mehr dafür habe. Ich bin mir meines Wunsches sicher. Auch wäre es bestimmt in Bradons Sinne. Ich danke euch aus ganzem Herzen. Ich hoffe, das Amulett beschützt euch auf all euren Wegen. Talisman der Geschmeidigkeit hinzugefügt. Ja, und Quest beendet. Und Renlitralas ist tot. Ich bin froh, dass er tot ist. Ich weiß, ich sollte so etwas nicht sagen, aber ich denke, ihr versteht mich. Na klar, verstehe ich dich. Also dann, vielen Dank und lebt wohl. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Richtig. Ja, und damit wäre auch diese Nebenquest in Brumar vorbei. Ich zeige euch noch ganz kurz, was dieses Amulett kann. So, Talisman der Geschmeidigkeit, festigen Schnelligkeit 10 Punkte auf sich selbst. Gut, da gibt es wie gesagt Besseres, aber ja, ist trotzdem eine nette Belohnung und ja, im nächsten Part geht's dann wieder weiter. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!